So, ich begrüße euch wieder recht herzlich bei FLP NIE, bei Familienaufstellung, Lebensberatung und Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben in dieser Woche am 23. einen Vortrag im Grafshaus in Logabiro und anschließend Freitag, Samstag, Tagesseminar Familienstellen. Viele von euch würden immer schon mal gerne daran teilnehmen, aber sie trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, was es für Auswirkungen hat auf ihr Leben und ob sie eigentlich denn noch so weiterleben können wie vorher. Wenn wir mal so schauen, wir leben gerade in ein ganz spannendes Zeitalter. Alles, was wir haben, ist eigentlich verloren gegangen. Sämtlicher Halt. Wir haben 16 Jahre in einer Bundesregierung gelebt unter Frau Merkel, die eigentlich schon das größte No-Go war, was wir hatten. Aussitzen, verschweigen, nicht wirklich die Wahrheit sagen, Menschen belügen, Menschen betrügen, Corona-Krise, oben sich die Taschen voll machen, die Menschen mit Angst zu beladen, eine Impfung zu unterziehen, die tödliche Folgen hat und lebenslange Auswirkungen aus ihrer Krankheit auf ihr Leben. Danach kamen wir bei Olaf, bei den Grünen, bei der SPD, bei der FDP. Wir haben alle gehofft, es würde sich verbessern, aber es ist alles den Berg runtergegangen. Der Halt ist verloren. Und wenn wir Mitbürger etwas tun wollen, dann können wir uns selber Halt geben. Das heißt, wir müssen unsere ganz Altlasten, die wir in uns tragen und die auch wieder hochkommen. Ob es Clinche sind mit Kindern, ob es Krach ist mit den Freunden oder Familie oder bei der Arbeit oder auf einmal bleibt alles stehen. Mein ganzer Wohlstand fällt zusammen. Was viel schlimmer ist, meine Gesundheit. Meine Gesundheit fängt am Bröckeln. Vor der Pandemie war ich gesund, nun bin ich krank. Ich hatte eine positive Aussicht auf das Leben, aber heute fehlt mir jede sämtliche Perspektive, weil mir die Gesundheit fehlt. Aber Gesundheit ist nicht ein Teil, was man geschenkt bekommt von irgendwoher, sondern Gesundheit ist die Masse unseres Denkens und die Masse unseres erlebten Denkens, wie wir es verwurstet haben, wie wir es verdaut haben, wie wir es beurteilt haben, wie wir es verurteilt haben. Das wissen die meisten Menschen nicht. So wie immer Gottschalk, Frankenfeld und Co. sagen nach jeder Show immer, bleiben Sie gesund. Und dann sagt ihr als Zuschauer, ich tue mein Bestes. Und was ist dein Bestes? Gar nichts. Du meinst so ein bisschen Joggen, so ein bisschen Yoga, so ein bisschen Tai Chi, so ein bisschen gesundes Essen, lange Spaziergänge würden deine Gesundheit erhalten. Deine Gesundheit entsteht durch Denken, durch Bewusstsein, durch bewusstes Wahrnehmen. Wie nimmst du es wahr? Es geht noch viel tiefer. Ganz tief in dir ist eine Matrix, die von dir, deinen Eltern, Großeltern, deinen Ahnen, wie man so schön sagt, gestrickt ist. Du bist ein Mechanismus, der so tiefgreifend ist und so vielfältig ist, dass du ihn gar nicht mit dem Verstand begreifen kannst. Wenn vor 300 Jahren einer deiner Ahnen ein schweres Schicksal erlitten hat, kommt es vor, dass es heute immer noch in dir oder in deinen Kindern ihre Auswirkungen zeigt. Zum Beispiel partnerschaftsmäßig. Eine Partnerschaft durfte nicht gelebt werden, weil zum Beispiel der Hof sonst nicht weiter vererbt werden konnte. Oder du warst der erste Erbe, wurdest aber zurückgewiesen, weil du nicht die Fähigkeiten hattest, als Bauer, sag ich mal so, den Hof weiterzuführen. Dann kam dein Bruder und schon ging das Dilemma los. Heute zeigt es sich so, dass diejenige, das Enkelkind oder du selber, keine langfristigen Partnerschaften eingehen kannst. Irgendwann nach einer Zeit wurmt es irgendwas bei dir und sagt, so geht's nicht weiter. Ich mach Schluss. Was du aber nicht weißt, wenn dein Problem nicht gelöst ist, kommt es wieder.
Es ist nämlich sehr hartnäckig. Und dieses Problem taucht in deinem Körper auf. Es geht wieder hoch als Krankheiten. Es geht als Unwohlsein. Es kommt sogar vor, dass es sich als Behinderung zeigt. Geistige, körperliche Behinderung. Und deswegen ist Familienstellen immer so wichtig. Du kannst es nicht mit einer Psychotherapie verarbeiten, weil du nicht an deine Genschalter kommst, weil du nicht ganz tief in dir selber hineinkommst, in deiner Substanz, wo diese Matrix verborgen ist. Verstehen tun ganz viele Menschen was. Viele, die hier gerade zuhören, die wissen und die schon oft Kohlen mitgemacht haben oder auch Psychotherapien, die wissen alles, aber sie kriegen es nicht weiter als hier oben, im Verständnis. Aber wir leben nicht im Verständnis, sondern wir leben hier mit dem Herzen. Und das ist sowas von wichtig. Liebe. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was Liebe ist? Oft nehmt ihr das in dem Moment wahr, wo ihr gerade auf der höchsten Form eurer Liebe seid. Wo diese Liebe euch eine Aura verschafft, die euch verändert. Und diese Veränderung ist Bewertungslosigkeit. Die tiefste Bewertungslosigkeit, die du dir vorstellen kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Du lernst einen Menschen kennen, unbescholten, ohne seine Biografie. Und er macht genau das, was du gerne möchtest. Er nimmt dich ernst. Und du nimmst ihn ernst. Es geht gar nicht um das Wozu. Wo kommt er her? Hat er Geld? Wie ist er gestrickt mit seinen Gedanken? Oder nur der Moment der Gegenwart ist, was euch außergewöhnlich macht. Wir hier beim Familienstellen und auch mit Invisible Soul Touching gehen wir so tief in euer Leben hinein, genau auf der Basis, auf der Schwingungsebene, wo dein Problem begonnen hat. Und dann gehen wir zurück genau in der Situation. Schauen uns genau diese Situation an mit allen Beteiligten, ob sie noch leben oder tot sind. Und dann lösen wir das Problem. Ich gebe ganz bestimmte Dinge vor, Sätze, Handlungen, um genau diese Schwingung aufzulösen, die dadurch entstanden ist, wie dein Problem entstanden ist. Und dann gehst du nach Hause und denkst da gar nicht weiter darüber nach. Und auf einmal sagst du, oh, bingo, ich fühle mich ganz anders. Ich komme mit der Situation ganz klar, viel besser klar. Ganz viele Menschen machen auch solche Arbeit wie ich, aber ihr wisst genau, ihr löst was auf, manchmal meint ihr es nur, und ihr könnt mit diesem Problem, was ihr habt, wenn ihr mit denen in Kontakt kommt, kommt genau die Wut wieder hoch oder teilweise die Wut. Und dann weißt du haargenau, dass dieses Problem, wo die Wut wieder hochkommt, nicht gelöst ist. Dann musst du wieder ran. Aber du kannst nur da herangehen mit dem Herzen, mit deiner Seele. Und du musst wissen, was du machst, wie du machst. Und du musst auch wissen, wie funktioniert das? Was ist da gewesen? Und wir verbinden uns, ich zumindest, auch alle Teilnehmer, an das morphogenetische Feld, die in diesem wissenden Feld stehen. Und bekommen dann genau die Information. Jeder, der schon mal bei mir als Stellvertreter fungiert hat, der weiß, auf dem Stuhl hat er gesessen und alles okay. Aber wie er im Raum gestanden hat, auf einmal hat ihn was überfallen, sag ich mal, was eingenommen. Einmal kam ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Energie, ein ganz anderes Wissen. Es kamen Worte hoch, die er niemals hätte gebraucht. Weil sein Sprachjargon ganz anders ist, aber hier auf einmal sagt er es. Und wenn man jetzt denjenigen fragt, der aufgestellt hat, der sagt zu 99,9% genauso, wie du es gesagt hast, ist es gewesen. Genauso hat es mir meine Oma erzählt. Genauso hat es mir meine Oma ihre Oma erzählt. Woher kommt das? Dieses Wissen kann man nicht irgendwie, kann man sagen, speichern auf einer CD, sondern die ist nur gespeichert in der wissenden Cloud. Und jeder, der sich auf diese einlässt, bekommt das Wissen. Natürlich sind da Voraussetzungen gegeben. Es geht darum, dass du ganz einfach da bist, dass du keinen Anspruch stellst, mehr zu wissen, als das wissende Feld. Und wenn du diesen Anspruch erfüllst, bist du mittendrin.
Und ich bin jetzt mittlerweile über 20 Jahre mit Familienstellen unterwegs, das heißt selbstständig. Und ich bin mittlerweile schon über 30 Jahre mit diesem Thema, wo ich Familienstellen kennengelernt habe, wo ich mich auseinandersetze. Mittlerweile praktiziere ich es jeden Tag. Das Leben ist nämlich so schön, wenn du es richtig verstehst. Auch die Nicklichkeiten. Verstehst als Herausforderung. Als deine Herausforderung für dein Leben. Wenn du das verstanden hast, macht das Leben einen Sinn. Wenn ihr dieses Video bis hier weiter geschaut habt, dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören und Zusehen. Und wenn ihr möchtet, würde ich sagen, like dieses Video, Daumen hoch. Und wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns am 23. Mai um 19 Uhr im Grashaus in Logabirum. Und am 24. 25. sehen wir uns hier in Wimea. Ich danke fürs Zuhören und verbleibe wie immer euer Robert Gerhardt.